Schnelle Boote werden langsam, Komfort und Sicherheit nehmen ab. Allein der Spritverbrauch zeigt steigende Tendenz. Die Ursache ist immer die gleiche: falscher Trim. Was ist Trim? Man spricht ja erstmal davon, dass es einfach der Bootstrim ist. Das heißt, wie liegt das Boot im Wasser? Ich kann es jetzt so haben, dann kann ich es vielleicht angehoben haben oder stark angehoben haben. Das ist der Bootstrim. Verändern kann ich diesen Bootstrim, indem ich hier, wie bei mir, einen Außenborder hinten dran habe, der sich so bewegen lässt mit einer Hydraulikanlage. Das ist der sogenannte Powertrim. Also erstmal grundsätzlich habe ich hier meinen Schalthebel und hier habe ich meinen Trimknopf. Wenn ich hier drauf drücke, fährt der Trim nach unten. Das heißt, der Außenborder wird an den Spiegel gedrückt. Mache ich jetzt so, geht der Außenborder so hoch und dann ändert sich der Winkel zum Boot. Das heißt, der Bug geht weiter nach oben. Szenario 1. Motor zu hoch. Ganz angetrimmt wird der Rumpf weit aus dem Wasser gehoben. Unser Testboot erreicht so die höchste Geschwindigkeit, wippt aber mit dem Bug ständig auf und ab und setzt im Rauwasser spürbar härter ein. Verminderte Kurs- und Seitenstabilität sind die Folge. Ungeübte Fahrer geraten damit speziell in unruhigen Wassern schnell in Situationen, in denen sie mit ihren Fahrkünsten überfordert sind. Hinzu kommt, dass ein zu weit angehobener Propeller auch schnell zum Ventilator mutieren kann. Er zieht dann Luft statt Wasser. Dieses nach Luft schnappen passiert besonders gerne in Kurven. Szenario 2. Genauso falsch ist es, den Motor ganz gegen den Spiegel zu trimmen. Ein Teil des Propellerschubs wird nun gegen den Bootsboden gerichtet. Die Folge? Der Bug wird tief ins Wasser gedrückt. Das Boot läuft weniger kursstabil, wird langsamer und erreicht folgerichtig die schlechtesten Verbrauchswerte. Szenario 3. Optimal getrimmt zeichnet sich das Boot durch Kurs- und Seitenstabilität aus. Die Motorleistung wird komplett in Schub verwandelt, womit man im Volllastbereich bis zu 7% Sprit sparen kann. Das Boot richtig zu trimmen ist eigentlich kinderleicht, jedenfalls mit etwas Routine. Die Frage ist nur, wie kann ein Frischling diese erlangen? Hier sind getreu dem Motto Learning by Doing und Übung macht den Meister vor allem Bootshändler und Fahrschulen gefragt. Hat man es einmal kapiert, geht's wie von selbst. Wie ihr ja vielleicht eben gerade so ein bisschen rausgehört habt, hat das Trim auch immer so ein bisschen was mit Gefühl, mit, wir sagen, es ist einfach so Popometer zu tun. Man muss das so ein bisschen merken, ne? Wenn er sie schlägt oder so. Das merkt man natürlich, wenn hinten der Propeller, das gibt es auch, wenn man zu doll trimmt, dass seine Luft schnappt, das hört man. Und wer da wirklich auf Kriegsfuß mitsteht oder sowas, dem empfehlen wir schon so ein System. Weil die wird einmal vom Händler einprogrammiert und dann brauche ich mich weiter nicht mehr drum kümmern. Der Trim ist immer optimal und ich fahre immer super Boot damit.